Hallo und herzlich willkommen zurück bei ONI, also Oxygen Not Included. Ich kürze das immer einfach ab, macht sich eben besser. Ja, zwei Folgen sind passé, dritte Folge steht gerade an und in unserer Testphase haben wir ja schon einiges gebaut. Wir haben es jetzt auch endlich mal geschafft mit dem Strom. Und ja, jetzt das nächste Kapitel ist eigentlich Wasser. Wie kommen wir am Wasser ran? Ich habe jetzt auch so ein bisschen erfahren, weil ich ja immer mit Feiner am Quatschen bin, dass Alge, also alles, was hier eigentlich so ziemlich grün ist, das hier, ne, sehr, sehr wichtig ist für Sauerstoff, weil die Teile arbeiten damit, die wandeln das um. Und das ist ganz, ganz gut, ne? Kein Strom mehr. Und Essen. Essen haben wir auch noch auf dem Schirm. Ja, also noch ganz viel, ne? Wie so irgendwie was aussieht, wird noch sehr interessant. Was müssen wir hier machen? Zerlegen, Gebäude deaktivieren. Zu wenig Ressourcen, Wasser. Ach so, ja. So, ich glaube, wir machen dann erstmal Wasser. Und zwar könnten wir hier, während die alle schlafen gehen, könnten wir eigentlich Ziegel bauen oder uns hier durchgraben. Und da dann Ziegel bauen. Natürlich immer so die Frage, wie wir es am dümmsten machen. Weil letztendlich könnten wir das Wasser, was hier ein bisschen drin ist, hier denn umleiten. Und dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Die Frage... Oh, was ist das denn? Okay. Ja, das wären auf jeden Fall noch lustige Sachen, die wir zu erforschen haben. Ja, ich glaube, wir graben uns dann wirklich mal hier so durch. Gut, dann sind wir da zwei runter. Und dann, stopp mal, wie wollte ich das denn jetzt genau machen? So wollte ich das gar nicht machen, so richtig. Ah, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es machen soll mit dem Wasser. Wir könnten ja eigentlich das hier alles überfluten, indem wir das hier ein bisschen abreißen. Aber... Dünger... Eieieiei, wieder so die Fragen über Fragen. Wie machen wir es am dümmsten? Weil ich denke mal, den Raum werden wir hier auf jeden Fall noch ausbauen. Das heißt, das Wasser müssen wir eh wegmachen und das wird hier nach hier geleitet. Das heißt, wenn wir jetzt... muss ja irgendwie da denn so ran. Wenn wir das natürlich hier unten weggraben. Aber hier ist ganz schlechte Luft. Wenn wir das hier weggraben, schwebt es hier so rüber. Opfern wir den Raum? Ich glaube mal schon. So, wir machen erstmal das hier wieder auf Abbruch. Das ist nämlich nicht so toll. Dann können wir den einfach nochmal... Ach, da geht ja unsere Stromversorgung lang, ne? Ist auch nicht so clever. Wir graben uns mal hier unten durch. Mal gucken, was das bringt. Und ich muss immer achten, dass es wirklich nur, ich weiß gar nicht, der switcht irgendwann mal, irgendwas drücke ich anscheinend. Der switcht manchmal auf schnell. Das ist ja, die ersten Folgen habe ich ja eigentlich nur auf Turbo gespielt, was natürlich nicht sehr cool ist. Also das war nicht so vorteilhaft. Thank you.
jetzt auf die falsche Seite gebaut? Ne, irgendwas bauen die ja. Irgendwas machen die jetzt schon. Warum läuft denn der jetzt nicht? Jetzt muss ich mir das nochmal mit Strom angucken. Ne, der Strom ist da, aber anscheinend zu wenig. Kann ich denn irgendwie sehen? Strom? Ne, Temperatur ist das. Stromnetz. Das ist ja das Normale. Wie viel ich habe? Kann man das irgendwo gucken? Verbraucher, das ist Energieauslastung. So, eigentlich ist das angeschlossen, ne? Aber es läuft nicht. Jetzt läuft er. Oder wir haben zu wenig Alge. Kann natürlich auch sein, dass der hier viel zu wenig Alge hat. Maximaler Gasdruck. Alge, okay. Ja, der hatte zu wenig Alge auf jeden Fall. Da müssen wir uns mal entscheiden, ob wir das denn hier alles auch noch abbauen, um irgendwie den Alge zu haben. Zeitplan, Ernährung, Vitalwerte, Fertigkeiten. Oh, das ist ja ein neues Menü. Eieiei, okay, Fertigkeitspunkte, plus 1, Moral, Hut hat er nicht. So, den ersten, der ist, worin denn gut? Duplikate, diese Duplikanten haben neue Fähigkeitspunkte, die zugewiesen werden können. Schweres Graben, Graben sehr harten Material, das könnte er denn schon machen. Oder, ja, also das können wir ihn machen, aber jetzt hat er denn was denn so. Das hier ist gut anscheinend. Dekorieren, Forschung. Okay. Was hat er denn hier? Er liebt das hier und das hier. Umgang mit Kranken, medizinische Präparation. Okay, machen wir das. Achso, da sehen wir so ein bisschen was. Stärke minus 3, Maschinen. Verbesserte Basteln. Okay. Und er hat hier jetzt was? Oh, verbessertes Bauen, schweres Graben. Harten Material. Okay, gut. Ja, den haben wir das ja schon mal ordentlich reingesetzt. Jetzt haben wir hier ein paar Punkte auf jeden Fall. Ja, ist eben schwierig am Anfang. Wir haben ja zum Glück noch leicht gewählt, sonst wären wir wahrscheinlich schon extrem platt. Ich weiß nicht, was Stinky gerade hatte. Hat geleuchtet wie sonst was. So, und dann müssten wir eigentlich das jetzt hier so... Ne, Moment. Eigentlich müssten wir das hier... Wenn das geht... durchbumsen. Und natürlich dann das... Oh. Da bin ich mal gespannt, wie das denn so läuft. So, was ist das hier? Grossmann? Nikola? Aber wir haben doch die schon Fertigkeitspunkte. Haben wir doch alle schon verteilt. Null? Die haben da schon alles. Dann war das eine alte Nachricht. Tägliche Kolonieberichte anzeigen? Was ist das denn? Ach, hier gibt's so viel. Unglaublich, ey. Erzeugt, Kalorienerzeugung entfernt, ja, das ist Stressveränderung, aha, Keime, aha, erzeugt, ganz viele Keime, oh Gott. Das ist ja Overlays, ja, das sind ja die, Kolonie, Einträge meiner Datenbank, öffnen, Sternkarte, oh Mann, ey. Puh. Ja,
Ja, lassen wir die erstmal so ein bisschen arbeiten. Die können ja da alles reinmachen. Wir haben hier auf jeden Fall was Neues. Biodrucker. Wieder eine Blaupause. So, jetzt können wir natürlich noch einen wählen. Oder Samen eines Oxyfarns. Das ist natürlich cool. Okay, kriegen wir den jetzt? Okay, kompensieren, aufräumen. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie damit gleich machen, ne? So, der kommt dann nicht mehr runter, oder was? Oh, der braucht wieder Sauerstoff, der Jute. Dicke Backen hat er gehabt. Auch nicht schlecht. Achso, sind wir denn jetzt schon? Nee, damit ist noch nichts passiert. Damit macht er auch nichts. Temperatur, Wärmekraft, Schmelzpunkt. Das schmelzt tut ja nicht. Aber wie kann ich den denn irgendwo rumtragen? Lustiger wäre es ja, wenn ich den irgendwo jetzt hintragen könnte. Da hat das Ganze funktioniert. Also er ist da wieder runtergekommen auf jeden Fall. Er liegt ja immer nach oben. Ah, wir können ja auch. Ja, stimmt, wir können ja auch rauszoomen. Können wir oben den mal im Augenschein behalten. Ob der denn eben halt irgendwas macht oder nicht macht, ne? Ja, mein Schluck Kaffee. Wir müssen das Ganze beobachten hier. Naja, brauchen sie wieder Sauerstoff? Okay. Noch Sauerstoff. So, jetzt ist nämlich hier Wasser. Und jetzt sickert das hier langsam raus. Okay. Und jetzt könnten wir eigentlich so weit, so gut das hier noch ausbauen. Vielleicht die Reihe hier noch. Dann können wir den hier zerlegen. Und dann hätten wir eigentlich bis der Fläche Dings. Klatschnass. Das wird knapp. Der Nikola ist da ganz schön in Bedrängnis. Wir machen den mal hier jetzt einlagern. Haben wir denn schöne Erde hier? Hier zum Beispiel. Aber wir können den nicht irgendwo hin machen.
Ja, dann räumen wir ihn erstmal auf. Da können wir später den irgendwie machen. So, wenn wir nämlich jetzt hier gleich Ziegel rüberbauen. Bin ich mal gespannt gleich. Weil die Alte kommt ja da auch gar nicht weg. Und jetzt ist gleich wieder Schlafenzeit, ne? Jetzt sickert das Wasser da so runter und ich habe keine Zeit mehr dazu zu buddeln. Spulen wir mal vor. Die schlafen jetzt überhaupt. Naja, okay. Vielleicht hält sich ja das Wasser auch so. Vielleicht können wir ja dann später eine Farm oder sowas anbauen. Wie sieht das denn hier aus? So, baut das mal jetzt fertig hier langsam. Aha, jetzt kann er endlich runter, okay. Voll gekeimt. Ach ja, man muss da viel beachten, ne? Also das ist echt eine lustige Sache. Aber jetzt könnten wir ja eigentlich Strom, Sauerstoff, nee, das war sanitär. Eine Handpumpe. Oh, das geht aber nicht so, ne? Okay, das wollte nur so gehen. Ja, bin ich mal gespannt, was wir jetzt endlich machen. Die Frage, was ist das denn hier? Verschmutztes Wasser. Durch Kohle oder was? Das kann natürlich sein. Hm, okay. Was kann ich denn jetzt hier machen? Einstellen, übertragen, Desinfektion, Keimaufträge, einlagern, Eigenschaften. Hier kann ich auch nichts machen. Also kann ich wirklich nichts irgendwie so. Ernährung. Ja. Das bringt mir sehr viel. Was ist denn der Zeitplan? Okay, ja. Das ist ganz. Das fand ich bei Wickets auch immer schon so cool. So, jetzt kommen die da nicht ran, weil das hier wahrscheinlich im Weg ist, das Ganze. Ich denke mal, Kupfer haben wir jetzt eigentlich genug, ne? Wo sehe ich denn das, ne? Ernte Pflanzen, Büsche verschüttet auf, fangt hier ein, Leere, Reife, Schutzlager transportieren, okay. Das sind ganz normale Sachen. Was haben wir hier denn jetzt an Schutt? Ein bisschen was, okay. Schön Luft anhalten. W
Wische auf. Wo war Wische auf? Hier, da. Haben wir denn noch hier irgendwas mit Wischen? Oh, was ist hier los? Leicht giftig. Zu wenig Wasser. Fordert keine Verrohrung. Wir müssen da noch so ein bisschen experimentieren. Wir könnten ja eigentlich auch hier noch ein zweites Ramsar-Hard mal daneben setzen. Schließen das mal so an. Aber eigentlich müssten wir ja genug haben dafür. Aber weiß, wozu wir da was machen. So, was können wir hier machen? Flüssigkeit voran. 6 Tonnen Wasser. Nur noch 6 Wasser. Achso, der baut so einfach denn so einen Steg drüber. Ja, dann hätte es ja doch da bauen können. Naja, ist ja egal. So haben wir ja wenigstens das Kupfer uns angeeignet. Was macht er hier hinten jetzt? Ah, das... Ah, okay. Dann ist das ja gar nicht mal so gut. Das heißt, wenn wir hier runtergraben... Könnten wir ja eigentlich. Grabewerkzeug. Dann kann da die verschmutzte Ecke sein. Und dann läuft das denn. Ah, okay. Naja, das läuft hier überall total hässlich rum. Das war natürlich nicht so clever anscheinend. Wir müssen es denn wirklich irgendwo hin machen, wo das denn. Reinläuft. Und Nahrung müssen wir gucken. Also, das können wir hier ja erstmal machen. Dann machen wir natürlich denn hier neben gleich so eine Leiter. Ne? Da können die in ihrer eigenen Pisse denn hochkrabbeln. Das ist gar nicht so schlecht. So, Wasser haben wir ja. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Dann können wir dementsprechend eigentlich hier uns durchgraben. Und den auch wegnehmen. Das müssten die ja eigentlich denn schaffen vom Sprung hier. Und dann auf jeden Fall Nahrung uns angucken. Weil das hier... Achso, da kommen die gar nicht hin. Können wir denn die Leiter da so reinbauen oder stört das da? Ah, die müssten da ja ranspringen können, ne? Ah, jetzt haben wir ja auch schon wieder gleich Nacht. Die machen jetzt schon wieder Freizeit, ne? Und vielleicht hier daneben denn schon mal graben, dass wir, dass wir noch Bett machen können. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, viel zu tun. Man baut natürlich immer mehr, als man eigentlich so machen sollte. Aber da wir ja eh bald wieder neuen Menschen kriegen... Der frisst dann wirklich alles weg, okay?
Ja, da müssen wir denn echt gucken, dass die das noch so richtig hinkriegen, ne? Machen wir mal wieder Standard, sonst vergesse ich es wieder. Oh Mann. Ja, und dann können wir das hier eigentlich dann wischen, das Ganze. Warum steht das da? Die können wir nicht ernten. Die sind noch nicht erntereif. Okay. Das kann ja eigentlich nur der eine. Oh, hier sind voll viele komische Viecher. Das ist ganz unheimlich. Das ist auch ein Frosch. Was ist das denn? Ein Morb. Nö. Bin ich mal gespannt. Jener Ziegel. Das ist ein Ziegel, okay. Die kriegen alles, was sie wollen, ne? Also, das ist kein Problem. Das können wir gerne machen. Okay. Und jetzt können wir das da alles reinschmeißen, ja? Hört sich ja nicht schlecht an. Weil dann können wir uns auch langsam um die Nahrung kümmern. So, da kommen wir wirklich nicht hoch. Das ist natürlich doof. Aber wir könnten natürlich, statt die abzubauen. Okay, das brauchen wir ja nicht mehr, ne? Das hier. Doch, das nehmen die noch ganz gerne. Statt da unten durchzurobben. Macht das denn jetzt alles Sinn? So, Schutt alles einlagern. Und hier wahrscheinlich auch die ganze Pisse wegmachen. Ist ja richtig widerlich, ey. Widerlich, ihr Leute. Das lassen wir hier, das eine Feld. Achso, zeigt mit dem Finger, völlig bescheuert. Das hier lassen wir noch so, machen das dann später. Macht noch nicht so viel Sinn. So, verschmutzt es. Ah, okay. Stopp mal. Zerlegen den hier. Das wäre ganz nett, wenn ihr das als er. Oh, Entschuldigung. Wenn ihr das als erstes machen könntet. Weil diese El Stinko-Scheiße hier, das ist jetzt nicht allzu geil. Was ist denn maximaler Gasdruck? Was soll denn das heißen? Irgendwas Kolonie zu versorgen. Warte mal zu hier. Kann man gar nicht lesen. Bei einer großen Menge Algen und Sauerstoff um. Wird untätig, wenn der maximale Umgebungsdruck erreicht ist. Okay. Alles klar. Also wenn maximal da schon alles gut ist. Aber hier ist noch nicht alles gut. Ein bisschen eben halt. Gut. Jetzt kann die wirklich da reinpumpen. Das hier ist unser Güllefass.
denn es hier Wasser? Und hier oben ist denn Nahrung? Wir wollten doch hier eigentlich... War das hier so? Nee, denn, Pflanze ernten. Und das machen die jetzt nicht, warum? Na, ja, dann gucken wir uns das mal in der nächsten Folge an, warum die das jetzt nicht so machen, ne? Also, Ohren steif halten.